Sie haben hart trainiert und heute Abend wollen wir sehen, was Sie in den Ring bringen. Und ich rufe in den Ring, im Catchweight, herzlich willkommen aus Wolfsburg, Jonas Anil! Auf jeden Fall, ich muss da nochmal zur Nachuntersuchung. Was haben die gesagt, Bruder? Wenn ich besser wird, MRT, Bänder angerissen, so mäßig, und Kapselriss im Sprunggelenk, rechts. Klar, so eine fette Beule. Klar, kennt man. Habe ich auch schon dreimal gehabt. Ja, das ist ganz normales. Ist mir beim Schwimmen passiert. Ja. Ich hab die größten Bären, die du je gesehen hast! Oh. Mein Handy ist voll mit Koks. Zipp an dem Handy und ich beiß ein Stück ab vom Brot. Guck auf die Daily, frag mich, wann die Hilero, Mamacita, komm zu Medo. Haben wir das reingeworfen? Der hat den Kasten, den Verbandskasten mitgebracht und auf Amiri geschmissen. Take it easy, ihr Maniac! Meine Damen und Herren, wir haben hier keine drei Punktrichter und einen Ringrichter, sondern wir haben einen punktenden Ringrichter. Und das ist Goran Filipovic. Habe ich aber Filipovic. Und wir starten mit dem Kämpfer in der Blau. Das Geile bei Younes Amiri ist, da können jeder mit so fette Amiri-Pullis reinkommen. Alle denken so, das ist Team Amiri so. Ich bin der Sohn von meinem Vater! Auch geil. Bruder, was ist das für ein Eierschutz? Er ist 21 Jahre jung, 1,80 Meter groß, 82,5 Kilogramm. Ich hab den Namen für einen Panzer, Bruder. Hä? Was ist das für ein Panzer, was er da trägt? Bruder, das ist so ähnlich wie mein Bauchschutz, Tiefschutz, was ich beim ersten Kampf hatte, auch so ein Panzer. Seine Follower bei Instagram 431.000, bei YouTube 1.630 und bei TikTok 721.700 Follower. Er kommt aus Wolfsburg, geboren in Tunesien. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen heute Abend hier in Oberhausen, Younes Amiri. Sein Gegner in der roten Ecke ist 22 Jahre jung, 1,83 Meter groß, 95 Kilogramm schwer. Follower bei Instagram 177.000, Follower bei YouTube 6.011 und Follower bei TikTok 729.600. Aus Essen, herzlich willkommen heute Abend hier in Oberhausen im Ring, Jalous! Ja, hier macht Jalous noch einen sehr ordentlichen und sympathischen Eindruck. Der Kampf ist angesetzt auf 6 Runden A2. Minute. Und Goran Filipovic ist gerade noch im Gespräch mit der blauen Ecke. Wenn er fertig ist, dann können die Boxer zum Mitte kommen. Unsere Influencer sind bereit. So, let the fight begin! Ey, der macht aber geil, Bruder. Ja. Das ist kein Michael Buffer, Bruder, aber. Michael Buffer, Bruder. Digga. Walla, der heißt doch irgendwo Michael Buffer? Digga, du verblüffst mich immer wieder, Bruder. Michael Buffer, Bruder, ist Legion, Bruder. Walla, Bruder. Let's get ready to rumble. Sneetchen, Bruder. Like, frag mal irgendein Kanaki, ob der doch den Namen von seinem Mathelehrer kennt. Weißt du, warum ich Michael Buffer kenne? Erzähl mir. Soll ich sagen, wo ich ihn kenne? Nein. Es gab damals ein Meeting, wo ich auch anwesend gewesen bin. Da haben die damals die Werbung gemacht für Saturn. Ich weiß nicht mehr. Geil ist geil, glaube ich. Geil ist geil. Nein, nein, nicht geil. Nein. Das war davor. Dann war, glaube ich, geil ist geil, irgendwie sowas. Weiß nicht mehr. Und dann sollte er die Werbung machen dafür. Dann haben die über Michael Buffer gesprochen. Habibi, ich mach Meetings mit Saturn, Habibi. Abi Ben Affleck. Habibi. Like, der heißt Bruce Buffer. Bruce Buffer. So, erste Runde. Habibi, aber Bruce. Jalous in der Schwarzenhäufe, über 12 Kilogramm schwerer als sein Gegner.
als Younes Amiri in der blauen Hose. Ja, und schauen wir mal. Das ist da bringt man schon mal die linke drinne von Younes Amiri. Die Hose von Jalous sitzt wie bei Obelix. Danke, Marc Waller. Ja, oh, ist ey, echt Obelix. Ist das die ersten Sekunden vom Kampf? Ja, ja. Da muss ich ja ganz schön einstecken. Das ist dieser scheiß Tiefschuss, von dem ich euch erzählt habe. Ihr seht das ja, ne? Ey, ganz ekelhafte Scheiß, Digga. Ja. Oh, köstlich, köstlich. Ich frage mich gerade, ob die ihm nicht einen passenden Tiefschuss hätten organisieren können. Ja. Oh. Also Younes Amiri hat tatsächlich ein bisschen mehr einen Boxhintergrund als Jalous. So wie ich das mitbekommen habe, ist sein älterer Bruder Boxer. Also ne, wenn man der jüngere Bruder ist, da bekommt man das eine oder andere von ihm beigebracht. Mohamed heißt er, glaube ich, ja? Ich glaube, ja. Oh. Also bis hier noch gute Schlagabtäusche. Abtäusche. Gute Schlagdinger so mäßig. Und der Jalous hat jetzt schon ein, zwei, drei Dinger gekriegt und ist schon am Taumeln gewesen. Weiß jetzt nicht, wie feste die Dinger von Amiri sind, aber wenn der da schon taumelt, dann mussten die auf jeden Fall schon gut getroffen haben irgendwie. Ah, das hat ihm gar nicht gefallen, dem Jalous. Da ist er sauer geworden. Ah! Oh, ja, mein Jack. Es war der körperlich, sag ich mal, kräftigere. Boah! Oh! Oh! Gute Combo. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, oder? Gute Combo auf Abtäuschungsbasis. Guck dir diesen Bauchschutz an, bitte. Das ist so ein ekelhaftes Ding, Alter. Ja, ja, aber sag mal. So, das ist immer ganz vorteilhaft, Alter. Das Tiefschutz. Ja, köstlich. Eine Etage. Der Ringleim lacht sich tot wegen dem Tiefschutz. Immer ohne Deckung boxt. Da ruft Amiri noch kurz einen Kollege. Was geht bei euch? Alles gut da unten? Das machen wir. Macht der andere hier, der unterhält sich schon mal. Der hat, glaube ich, seinen Mundschutz rausgekickt. Der war schon fertig mit dem Kampf. Hat schon von einer Begeisterung. Ja, Jalous hat ja ein Medikit mitgebracht. Ich glaube, das könnte er gerade besser gebrauchen als sein Gegner. Vielleicht hat er es ja auch für sich selber mitgenommen. Also, war doch schon mal was los hier. Tiefschutz einfach BH geworden. Ich hab die größten Eier, die du je gesehen hast. Eine erste Runde. Also, sechs Runden geht er nicht. Also, wenn man sich in den Kampf stellt, dann sollte man halt vorher auch ein gewisses Trainingspensum hinlegen. Man sollte was ist das, Herr Ding? Guck dir das mal an, Bruder. Guck dir das mal an, Bruder. Das sieht aus wie so ein Känguru-Bauch, Bruder. Da kommt so ein kleiner Ding ist noch raus. Da kommt so sein Bruder raus. Danke für die Rache, Bruder. Ich hab noch einen Ass im Ärmel, du Trottel. Da kommt so ein anderer raus, so ein Uppercut von da unten. Ich hab die größten Eier, die du hier gesehen hast. Und ich kann mir beim besten. Stellt euch vor, da kommt so ein Uppercut raus. Naja, Miri Ding so, Jalous hat uns zwei Uppercut. Da passt noch ein ganzer Zug rein, ihr Team. Ich schwöre dir. Ich kann mir vorstellen, dass Jalous auch nur eine Runde Sparring gemacht hat. Dann die Vorbereitung. Ja. Auf der Playstation. ich sehe da halt wirklich ehrlich gar nichts. Bei allem Respekt. Aber in einem Monat kann man schon gewisse Basics erlernen und die sehe ich hier nicht. Ich glaube, jetzt ist auch ein bisschen die Realität zu ihm gekehrt. Ich habe die größten Eier, die du je gesehen hast. Hose, es ist schon. Ja, ich find, da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich bin ja gerade als Influencer, müssen wir ja. Bruder, was hat er gemacht? Ich bin vom Outfit her schon mal so hin. Was hat er gemacht, Bruder? Was hat der gemacht, Bruder, in den letzten 3, 4 Wochen, 5, 6 Wochen Training? Ja, Bruder? Was hat der gemacht, Bruder? Ja, der Jalous hat das nicht so ernst genommen. Aber ey, der ist halt, Digga, der hat doch mit Boxen auch so, mit so Boxen nie was zu tun gehabt. Egal, der, ist, der Junge ist halt so streetmäßig. Cousin, du gehst doch hin als Essen, Bruder. Ich hab nicht die Zeit, du Bruder. Danke, Bruder. Köstlich. Aber ey, es ist unterhaltsam. Und das ist ja alles, was es sein soll. Also ich hatte den Eindruck, dass der Younes sich da zurückgehalten hat, gerade noch zum Schluss. Ja, das Publikum feiert unsere Ringdame mehr an als den Kampf. Also jetzt nehmen wir die Zeitlupe. Also erste Runde ist rum. Also Amiri bewegt sich schon gut, Alter. Bam, 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 bam. Ja, okay, hier muss man sagen...
hier muss man sagen, der Jalous ist eigentlich gestolpert so ein bisschen. Die Treffer waren jetzt nicht so präzise am Kopf oder so. Die waren so ein bisschen willkürlich. Ellbogen berührt, bisschen oberes Kopfbereich mäßig, aber kein so ein BAM ins Face. So, ist auch direkt wieder aufgestanden. Er hat sich wahrscheinlich auch den Fuß verdreht oder so, aber ist auch direkt wieder aufgestanden. Seconds out. Runde 2, Round 2. Ich habe ja vor dem Kampf schon gesagt, ich glaube, Younes gewinnt, auch wenn er der Leichtere ist, weil es gibt einfach eine Sache, die bringen Anfänger immer mit sich, und das hat man jetzt gerade auch gesehen. Die wissen nicht, wie es ist, einen Schlag einzustecken. Oh, nochmal die Reise. Ganz genau das. Younes sagt, komm, was ist? Warte, ich will vorsehen. Hat er einen gekriegt? Ja. Also, das sieht ja sogar so aus, als würde Younes ihn dazu motivieren, weiter. Es war der körperlich, sag ich mal, kräftigere. Ja, das ist was gewonnen. Die bringen Anfänger immer mit sich, und das hat man jetzt gerade auch gesehen. Die wissen nicht, wie es ist. Warte, jetzt. Bam, Junge! Okay. Bam, Junge! Ganz genau. Geil! Das war ein richtig geiles Bangst. Danke, Mark Wallner. Junge sagt, komm, was ist? War doch gar nicht so schlimm. Und der Wagner schon wieder verliert. So, guck weiter. Bam, bam, Jalous also, geht drauf. Sieht ja sogar so aus, als würde ich... Okay. Ja. So, Freunde, das dürft ihr natürlich nicht machen. So, und dann zurückgehen, das ist sehr gefährlich. Zu motivieren, weiterzukämpfen. Ja, klar. Der hat Spaß dran jetzt gerade. Der Younes Amiri geht gut nach vorne, boom. Der Younes. Ja, okay, ja, der Jalous auch eins. Oh, bam, bam, bam. Wow, Helikopter. Das war der Move, glaube ich. Ich bin der Sohn von meinem Vater. Vergessen, dass er hier sagt er, sagt, oh, du kleiner Hund. Übertreib nicht, Herr Maniac, warum machst du so? Wir haben uns abgesprochen, Bruder. Warum machst du so, Herr Selami? Schwanz, ich hab dir gesagt, mach nicht so, du Schwanz. Hier beim Boxen und nicht beim Ballerina-Contest ist. Ich bin der Sohn von meinem Vater. Nette Pirouette hingelegt. Habe ich mich Samuel Potterberg mit 5 Abos wieder. Ich küsse dein Herz. Aber da frage ich mich, ob die beiden zwischeneinander... Ich glaube, bei den Blicken, die Jalous gerade macht, habe ich das Gefühl, als wenn er sagen würde, du Wichser, warum hältst du dich nicht an die Abmachung? Guck mal. Ich sehe die Blicke, Bruder. Siehst du die Blicke? Also so wirkt das auf mich. Also erste Runde ist rum. War ja schon mal eine klare Angelegenheit bam. Für Younes Amiri. Das haben wir doch schon gesehen, Digga. Meine Fresse, ich will nicht mehr in diese scheiß Tastatur und diese scheiß Maus, Alter. Wallah. Hier und da eine absolut. Gute Führhand. Absolut, ja. Gutes Move. Wir haben ja schon ein paar schöne Dinge eingeschenkt. Take it easy, Herr Maniac. Ich frage mich nur, Jalous, dabei. Aber Jalous hat schon verstanden, dass man das Kinn runter und die Hände hochnehmen muss und nicht andersrum, oder? Ja, oh. Aber er verwechselt das manchmal noch ein bisschen. Danke, Mark Wallner. So sehen zwei Tage, so sieht zweimal am Tag Training aus bei Jalous. Ich bin der Sohn von meinem Vater! Habibi Khalo Devrim mit 5 Abos, dankeschön, Bruder. Amal Zeyn Punch. Ich bin der Sohn von meinem Vater! Gelaufen ist. Unglücklich Younes. Passiert, bleib stabil. Danke, Bruder. Aber wir machen uns gerade ein bisschen über Jalous lustig und kritisieren seine Aktion. Aber man muss ja auch wirklich sagen, Younes boxt hier wirklich schon echt vernünftig. Er zeigt hier und da eine gute Führhand. Absolut, ja. Also ich muss auch sagen, Younes hat ich bin der Sohn von meinem Vater. Guten Kampf hier bis jetzt abgeliefert. Wirklich souverän. Jalous natürlich nicht so erfahren, aber er kickt wenigstens. Macht natürlich noch diese typischen Fehler, klar, die habe ich auch, mache ich auch manchmal so, weil wir halt keine Profis sind, klar. Aber da muss er halt noch mehr trainieren einfach. Gutes Movement. Also er startet immer stark in die Runde rein und dann hinten raus so lässt und stehen. Ja, stark in die Runde rein. So. Ja. Oh, noch mal die Rechte. Ganz genau das. Younes sagt, komm, was ist? War doch gar nicht so schlimm. Und der Wagner. Ach. Schon wieder von links nach rechts. Also, das sieht ja sogar so aus, als würde ich ihn dazu motivieren, weiterzukämpfen. Ja, klar. Der hat Spaß dran jetzt gerade. Hey, wir müssen die Pfeiltaste nutzen, Bruder. Mach doch mal einen Pfeiltaste? Ja, wir müssen. Ja. Aha. Im Abschluss war der kleine Fiorette zwischendurch. Ach, hier sind wir. Bei. Ja, hier waren wir. Du Schwein, ich hab dir gesagt, mach nicht so fest, ihr Schwanz. Was hab ich dir gesagt? Ich hab dir gesagt, schlag nur mit links. Du was habe ich dir gesagt? Ich habe die 1000 Euro, halt deine Fresse, du Schwanz. Du kleine Schwanz, ich habe die 1000 Euro gegeben, halt deine Fresse, hält. Ja, Mann, ja.
ich hab dir die Kabine 1000 Euro gegeben, oder nicht? Hab ich nicht gemacht, ich richtig dumm? Hab ich nicht gegeben? Hab ich nicht gegeben gerade? Hab ich nicht gegeben? Guck mal hier. Vergessen, dass er hier beim Boxen ist. Mann, ja, du Mann, ja! Und dann, guck dir noch so an. Du Hund, du Hund. Denk daran, was ich dir gesagt habe. Der, ja, der meine, guck mal, der Hund, der hält sich an Ansprache. Optisch natürlich. Einander Sprachen gemacht. So. Ich bin der Druck gesprochen, ne? Ja. Ja, das haben wir ja schon gesehen. So, gutes Movement. Also er startet immer stark in die Runde rein und dann hinten raus verlässt er Runde 3, Round 3. Ein bisschen trainieren, ein bisschen die Grundkenntnisse wenigstens mal nicht reinpfeifen. Mehr brauchst du ja gar nicht. Er sieht mental für mich aber schon gebrochen aus. Das haben jetzt die Zuschauer nicht gesehen, aber in seiner Ecke hat der Coach mit ihm geredet und der hat auch gar nicht auf seinen Coach gehört. Oh, der hat Summit, sich verloren durch 5 Abos, dankeschön, Bruder. Umgeschaut. Freunde, wir sind gerade bei 9000 Zuschauern. Ich küsse euer Herz, Alter. Geile Säuer, Mann, koi. Vor dem Kampf hat er noch eine Warte mal. War das hier wieder ein Dusch? Ich hab dir Geld gegeben. Durch die Arena umgeschaut. Guck mal, du Schwitz. Ich hab dir was gesagt. Ich hab dir was gesagt. Bis 5. Runde sollst du deine Fresse halten. Ich hab dir gesagt, 5. Runde. Ja, Maniak. 5. Runde. Ja, Schwanz. 3. erst. Kannst du nicht zählen, der Schwanz? Kannst du nicht zählen? Ja, Schwanz. Kannst du nicht zählen, ja, Schwanz. Oder der war halb. Der war richtig halb, oder? Kannst du nicht zählen, ja, Schwanz. Ey, Alter, mein Fuß tut weh beim Lachen. Guck mal, der redet nicht runter. Ich hab dir was gemacht. Schubst mich nicht weg und ich bin der Rede runter. Warte, mein Ring. Wo ist dein Ring? Ist das der Ring, warum nicht alle gekloppt haben? Der Goldring, der runtergefallen ist? Ach, ja. Achte, Friends. Achte mal. Hä? Wie macht der? Komm, du Schmack. Das kannst du nicht sehen. Der will. Geh, lass uns nicht reden, fällt auf. Da kannst du deine Fresse nicht mit dir reden. Hast du was gesagt? Hat der noch eine große Klappe, aber. Naja. Was hat Mike Tyson gesagt? Jeder hat einen Plan, bis er einmal einen aufs Maul bekommt. Und ich glaube, diese Lektion lernt er gerade. Aber man muss sagen, der Amiri macht einen geilen Job, aber der Jalous kämpft. Der haut, auch wenn er nicht so erfahren ist, der schlägt. Der schlägt sich. Muss man den Jalous lassen. Der schlägt sich, Alter. Da wurde direkt. Hier hat der gute Dirty Dancing gemacht. Schön. Kennst du die von TV Total? Dirty Dancing. Dirty Dancing. Die meinte ich doch. Was ist denn Ihr Lieblingsfilm? Dirty Dancing. Können wir einmal gucken? Nein, bitte, Bruder. Bitte. Nein, das wird immer gesperrt wegen Urheberrecht. Meine Fresse, Alter, einmal TV Total Nippelzwist gesehen. Dirty Dancing. Dirty Dancing. Mit der linken vorbereitet und mit der rechten gerade durch die Mitte durch. Bam, bam, bam. Schwinger. Okay. Kann ich, rede mit mir, rede mit mir! Ja, aber ihr jappert sich da ganz tapfer noch ein bisschen am Geräusch. Der bam, 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 bam. Los. Oh! Einiges da angesteckt. Ein sehr wilder Angriff. Oh, Helikopter, Helikopter! Ja. Let it rip. Da muss man aber auch sagen, Freunde, ey, man darf jetzt Jalous deswegen nicht fertig machen, weil es ist halt Karussell-Style. Es ist halt eine Taktik. Es ist halt das Karussell. Ja. In den 60ern hat man so geboxt, also auf Karussellbahn. Ich muss aber auch sagen, Bruder, von der Kondition her? Von der Kondition, die er nur trainiert hat wahrscheinlich. Ja, Kondition her ist er sehr fit, Bruder. Nein, ey, wirklich, Spaß beiseite. Ey, ist halt nicht erfahren. Er hat dieses Karussell-Ding gemacht, weil er sich halt selber schützen wollte und nicht mehr weiter wusste. Ne, das kann passieren. Ja,
Aber er kämpft. Hier, bam. Hier sagt der Coach, stopp mal kurz. Ich muss aber sagen. Warte. Du Hund. Guck mal, ich hatte noch Knochen. Achte. Nicht nur bei einer Person, sondern gleich eine zweite. Komm, ich will mit dir reden. Komm mal her, Jonas. Was hab ich dir gerade gesagt? Du Schwanz, was hab ich dir gerade gesagt? Da war auch kleiner Ehre dazwischen. Ich bin der Sohn von meinem Vater! Vielleicht wollte der Jalous damit am Schienbein treffen, damit seine Beine. Jalous will den gar nicht loslassen. Der sagt, gib mein Geld zurück. Ich bin der Sohn von meinem Vater! Gib mir die 1000 Euro, die ich dir gegeben hab. Stefanos, 5 Abos. Semmo, 1 Abo. Dankeschön, Jungs. Ich küsse euer Herz. Schön. Ich lass den nicht los, nein! Amiri sagt, ey, ich will nichts von dir! Bruder, ich muss aber was sagen, Bruder. Was denn? Ich muss aber sagen, dass der Trainer von Jalous auch ein Essener ist, Bruder. Und der sehr, sehr lange schon im Box, Bruder. Und der sehr erfahren, Bruder. Ist ein starker Trainer, Bruder. Nur mal so nebenbei Props geben, Bruder. Wie viele Subs hast du von ihm gekriegt, dass du das erwähnt hast? Darüber reden wir nicht gesehen. Wir sind doch freundliche Menschen. Man soll hart sprechen, Bruder. Der Trainer von Jalous ist Legende in Essen, das stimmt. Bam, okay. Körper, bam, okay. Endlich mal hier eine Kombi. Bam, bam, okay. Ja. Lecker. Amiri ist gut, Alter. Bam, bam, okay, oh shit. Hat er sich eine miese Linke als Konter gefangen. Fuck, Digga, was ist hier los? Hier hat er den Arm im Clinch. Was das? Ey, lass mich los, ja, Maniak, ich hab kein Geld. Ich hab kein Geld. Was ist das? Was ist denn hier los? Boah, haben die das wirklich gemacht? Nein! Hat er den weggetreten? Oder bin ich blind? Er hat in den Weg getreten! Niemals! Mundschutz raus! Er hat gar keine Lust loszulassen. Guck mal, der Referee! Mein Cousin! Richtiger Essener, Digga! Du kommst mir nicht davon, ja Schwein! Achte mal! Guck mal, der Amiri hebt seinen Fuß. Der will ihn so in den Arsch treten. In den Steißbein rein. Und hier kommt unser Bruder Jibril und rettet die Lage. Da ist der Bruder Jibril. Der greift da jetzt ein. Okay, er packt sich den Amiri. Er lässt immer noch nicht los. So. Gab's mal noch einen Tritt in den Hintern. Scheiße, Digga. Oh, da mischen sich jetzt mehrere Leute. Oh shit, Digga. Oh. Da hat einer den Jibril, glaube ich, angegriffen und dann boom, boom, Alter. Was ist das denn, Digga? Was ist denn hier los, Alter? Deswegen wurde der Scheiß von uns so krass verschoben, oder was? Deswegen musste ich um 1 Uhr nachts 2 Stunden später kämpfen, Digga. Wollt ihr mich verarschen? Bruder, ich bin gerade mies schockiert, Bruder. Wallah. So einen Scheiß braucht man, ehrlich gesagt. Bruder, bitte, was war das denn? Kommen die ganzen Leute hier rein, wo die Security. Ey, Freunde, was war. Bitte. Was war das denn für eine Aktion hier, Allah? So, Kunst kann hier den Ring reinbringen. Cousin, ich bin gerade richtig schockiert, ja, Bruder. Wallah. Ey, hat der. Ich hab drinnen mitbekommen, draußen ist ausgeartet, aber ausgeartet wegen das? Sorry, Fred. Ich bin ein bisschen müde. Ey, guck mal, Freunde, ihr müsst so vorstellen. Ich bin in der Kabine, kriege mit draußen, Schlägerei, irgendwas. Ich denke mir, Allah, ja. Ich bin mich ja versuchen, am fit zu machen, versuchen irgendwie ins Geschehen zu finden. Jetzt gucken wir uns das hier an. Digga, was ist da los, Allah? Hauen kann. Oder war ein guter Treffer in der Ecke dabei. Einer von Team Jalous hat sich da wohl in die Ecke. Ja, komm, mach doch mal die Kamera näher. Dafür erstmal eine. Von hier sieht man nichts, Amen. Also. Ich meine, da verstehe ich dann auch die Leute, wenn sie sagen, solche Kämpfe bringen nichts. Danke mal, Bomber. Die Aggressivität, und die war ja vollkommen unnötig. Da. Ich meine, der Fehler lag natürlich zu 100% bei Jalous. Er hat einfach nicht losgelassen. Boah, das tut richtig schwer, Bruder. Boah, ja, das tut richtig schwer, Bruder. Da muss man natürlich. Ich hab schon Jalous gesagt, wenn du merkst, da kommst ins Schwanken, Bruder, beiß ihn sein Ohr ab. Aber halt nicht seinen Arm fest. Mach mit deinen Ellbogen in sein Auge rein. Gib einen Kopf. Aber das, Bruder? Also, man muss trotzdem sagen, okay.
Scheiße von Jaluse 100%. Ich weiß, vielleicht war der halt voll im Schock oder im Film. Warum er das gemacht hat, weiß man nicht. Er hat sich halt vielleicht einfach nur, ich weiß es nicht. Wir wissen nicht, warum das so passiert ist. Vielleicht in seinem Kopf, vielleicht Angstzustände, vielleicht sauer, Wut. Er ist ja kein professioneller Boxer. Ne? Ich will das jetzt auch nicht schönreden, danke, aber Allah. Das wäre ein Jaluse-Call. Jaluse-Call? Okay. Ich rufe mal Jaluse an, ich frage ihn. Boah, bitte, Bruder. Wallah, der Killer behält der Leben, Bruder, ich schwöre. Ich rufe mal Jaluse an. Salamu alaikum. Alaikum salam, Jaluse. Wie geht's? Alles gut? Bruder, wir sind gerade live. Sehr gut, Wallah. Ich habe eine Frage an dich. Eine kurze Frage. Gerne. Das hat jetzt nichts mit dem Helikopter oder Karussell zu tun, sondern mit dem Schwitzkasten am Oberarm. War das eine, wie sagt man, eine Wut, die aus dir rausgebrochen ist? War das eine Taktik? Wolltest du sein Blut von deinem Arm abschnüren? Was war dein Ziel, dein Gedanke hinter dieser Aktion? Bevor du antwortest, musst du wissen, die hören gerade 8000 Menschen zu. Also wähle deine Worte mit Bedacht. Ich bin übertrieben also, abgefuckt auf dich, Bruder. Weißt du, wo ich seinen Arm festgehalten habe? Genau, wo du diese Schwitzkasten gemacht hast auf Arm. Warum? War das MMA oder was war das? Bruder, ehrlich gesagt, ne? Ich weiß gar nicht, was ich gemacht habe. Das haben wir uns gedacht, dass du das nicht weißt. Wähle deine Worte mit Bedacht. Guck mal. Meine Fresse, Alter. Wallah, Alter. Aber sei mal ehrlich, ey, ganz kurz, Jaluse. Wallah, Bella, was gerade jetzt? Ehrlich. Ich bin der Meinung, das war ein Schockmoment und du wusstest nicht, was du machen sollst und warst Bruder, wie eine Schockstarre. Er war überfordert. Ein Set, was ich sagen wollte. Ich habe vergessen, auch das auf der Bühne zu sagen. Das könnt ihr jetzt einmal alle aufnehmen. Guck mal, mein Nachstatement nach dem Kampf wollte ich eigentlich ein Video machen, aber ich sage das jetzt kurz. Tamam, exklusives Statement. Hier bei uns. Okay, jetzt hört mal zu, Leute. Ich möchte euch eine Sache sagen. Mein Name ist Jaluse und ich bin kein Boxer. Ich habe das einfach nur gemacht für Unterhaltung. Ich fand das cool. Es war ein Traum, einmal irgendwo zu sein. Ich habe gebetet ein paar Monate davor. Ich möchte, dass ganz Deutschland mich kennt. Und dann habe ich es als Chance ergriffen, dass ganz Deutschland mich kennt. Ich bin da hingegangen. Ohne Scheiße, ohne Mascara, ohne nichts. Ich wollte, dass ganz Deutschland mich kennt. Ich wollte, dass alle meinen Namen kennen. Ich kann nicht kämpfen, aber dieses Geld hat mich ehrlich gesagt verrückt gemacht. Plus dieses, weil ich nicht arbeiten gegangen bin, war das gutes Geld. Plus diese Reichweite, die hat mich sehr, das war ein sehr guter Ding. Ich atme für dich mit ausgesehen. Und da habe ich mir weiter gedacht, ich bin kein Boxer. Jonas ist ein Boxer, der war jeden Tag trainieren und ich war zu Hause mit meinen Jungs und so weiter. Aber ich habe mir gedacht, egal, ich gehe da durch. Und der hat ja meinen kleinen Bruder beleidigt. Ich habe gesagt, Tralat, wenn ich jetzt absage, bin ich kein Mann. Dann ist es noch peinlicher für ganz Essen, für mich, meine Familie. Ich gehe da rein. Ach so, weil das jetzt gar nicht peinlich ist für Essen. Guck mal, was hast du gesagt? Alles gut. Der hat das bestätigt. Ist peinlich für Essen. Ja. Mach weiter. Guck mal, es ist peinlich gewesen auf jeden Fall. Aber ich habe das ehrlich gesagt einfach nur gemacht, damit die Leute sich meinen Namen kennen. Das ist eine einmalige Chance gewesen. Und was da im Ring passiert ist, Bruder, ehrlich gesagt, mein Kopf war aus. Und ich habe einfach... Ich habe erstmal so ein bisschen geguckt, was er drauf hat. Dann habe ich direkt die ersten Bomben bekommen. Habe ich mir gesagt, okay, das wird wild. Und dann habe ich einfach versucht, irgendwas zu machen. Aber ich habe mich an nichts vom Training erinnert. Ehrlich gesagt, habe ich mir gesagt, egal, Khalas. Khariane. Danach, mein Kopf war aus. Ich habe einfach irgendwas gemacht. Dann war der Kampf schon zu Ende. Aber am Ende des Tages geht es mir gut. Ihm geht's gut. Jaluse, ich muss dir was dazu sagen, Bruder. Am Ende des Tages hast du auch Eier auf den Tisch gelegt, Cousin, ein bisschen in den Ring gegangen, Bruder. Ja, danke. Was du draus gemacht hast, Bruder, ist deine Sache, Bruder. Aber am Ende des Tages bist du auch reingegangen, Bruder. Guck mal, Jaluse. Bruder, das ist eine sehr große Hürde auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall nichts Kleines, in den Ring zu gehen. Vor so vielen Menschen. Und nicht jeder hätte das gemacht. Jetzt kriege ich viele Beleidigungen gerade. Aber ich denke mir dann, bei jeder Beleidigung, er wäre niemals in den Ring gegangen gegen jemanden, der Ahnung hat vom Boxen. Und da ich das gemacht habe, das zeigt, dass ich ein bisschen bekloppt bin. Aber trotzdem, Alhamdulillah, so wie es passiert ist, ist gut und ich danke jedem, der dabei war. Es war ein cooles Match und Sinan hat auch die krassesten Eier bewiesen, Wallah. Ja, es wäre ein Löwe. Habibi, ich küsse dein Herz. Also ich muss dir ehrlich sagen, Jaluse,
Du, Jani, um festzuhalten, du wolltest, dass ganz Deutschland dich kennt, deswegen hast du deinen Arm in Schwitzkasten genommen. Bruder, ich musste noch was machen. Ja, Cousin, ich hab dir gesagt, drück dein Ellbogen auf sein Auge, beiß in sein Ohr. Tamam, egal, ey. Wir wollen jetzt nicht so viel. Wir wollen jetzt nicht so viel Maschera machen. Sag uns doch einmal ehrlich, wirklich, ohne Witz, fandest du, dass Amiri ein guter Boxer ist oder nicht? Ohne Witz, Amiri ist ein kleiner Talent. Voilà, der hat was drauf, 100%. Den kann man nicht sagen, der war schlechter Boxer. Der hat seine Ausdauer trainiert, er hat Boxen trainiert. Er ist auf jeden Fall, sein Bruder, großer Bruder ist Boxer, er ist ein guter Boxer. Ich habe keine Ahnung von Boxen. Bin einfach draufgegangen auf Scheiße, habe mir gedacht, egal, scheiß drauf für meinen kleinen Bruder, mache ich das. Und fertig, Bruder. Das ist die Wahrheit. Er ist ein guter Boxer, könnt ihr aufnehmen. Aber Alhamdulillah, mir geht's gut. Ich habe das alles mit Humor genommen. Die Leute, die sich darüber jetzt, die das richtig ernst nehmen und die jetzt denken, okay, komm, wir machen den runter. Bruder, es gibt immer Zeiten, wo es jemandem schlecht geht. Mir geht es jetzt gerade schlecht und ich würde mich lieber über aufmunternde Worte freuen, anstatt so irgendwelche... Habibi, also. Wir muntern dich auf. Wir treten auf keine Menschen, die auf dem Boden liegen. Deswegen, Kopf hoch, sei stark. Du bist ein Essener. Du hast auch gekämpft. Natürlich hier und da, diese Sache war natürlich scheiße. Das wissen wir alle. Wenn du dich bei Younis auch entschuldigen würdest, wäre das sehr männlich von dir, sag ich dir ehrlich. Ich hab das Kampf gemacht. Achso, okay, wir sind noch nicht fertig. Wir gucken. Das kommt noch, da kommt gleich noch eine Entschuldigung, wir haben uns die Hand gegeben und wir haben uns umarmt und alles. Okay, dann ich guck jetzt rein, Bruder. Danke für das Gespräch, mein Bruder, pass auf dich auf und lass dich nicht unterkriegen, ja? Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Hallo wieder los. Habibi. So, Freunde, also, wir haben rausgehört, dass das alles nur für Fame war, theoretisch, ja? Und dass der Junge einfach schnell groß raus wollte, erfolgreich werden wollte und das natürlich ist auch okay. Also, sehr viel unbedacht. Sehr viel, ist halt unbedacht an die Sache rangegangen, das kann man ihn jetzt auch nicht so schlecht reden. Man, der ist jung, er will halt irgendwas machen auf sein Leben, aber er hat gesagt, er hat sich bei Amiri entschuldigt, das finde ich da schon mal gut. Das ist natürlich auch ein Zeichen von Stärke, ne? Und Größe. Genau, also natürlich die Aktion war scheiße, 100%, aber er hat sich entschuldigt, okay, gucken wir mal rein. So. Da holt man den Idioten jetzt da runter, also das ist unfassbar. Ja, das ist natürlich Kindergarten jetzt. Also wenn man vorher abspricht, dass man sich Mann zu Mann im Ring treffen und miteinander messen möchte, dann sollte man das auch wirklich machen. Dann sollte man einfach mal die Eier in die Hand nehmen und hier einen vernünftigen Kampf liefern. Und also das, was Jalous hier gerade gemacht hat, das ist schon peinlich. Er ist wirklich peinlich. Da hat er sich gerade vor ganz Deutschland ein bisschen blamiert. Aber ich verstehe nicht, warum Amiri jetzt aus dem Ring rausgegangen ist einfach und sich die Handschuhe auszieht. Unnötig wie ein Kropf, das Ganze, ja. So. Kommt doch noch mein Ring jetzt zurück, oder was passiert? Ich verstehe noch nicht ganz genau, warum Amiri jetzt, also warum der Junge ja, aus hier, der Ringler sagt das auch. Ja, weil da die meiste Brambule war. Boah, da buhen die aber ganz heftig, Digga. Also der Kampf ist, glaube ich, rum. Ja, das ist... Ja, das ist peinlich. Mama, no contest. Könnte man jetzt hier eigentlich vielleicht schon die Punktezettel auswerten vielleicht? Ich meine, bis dahin war es ja eigentlich ein klarer... Ringlife macht noch ein Interview. Okay, da bin ich gespannt. Das ist ja eigentlich unfair, dass es ein No-Contest ist. Ja, ich sage jetzt immer, Spaß, keine Ahnung. Was. Das wäre auch, ich sag auch vollkommen schwarz. Das ist natürlich traurig. Klar, weil der mit Abstand der Bessere, der Younis Amiri und die Klammerei. Und dann muss er natürlich auch nicht gerade in den Hintern treten. Ne? Ist ja ein bisschen Trubel immer und alles, ne? Manche meckern, aber ey, bitte seid doch mal einfach froh, dass in Deutschland mal wieder was läuft. Volle Haus, volle Menschen, Action. Ja, dann ist halt ein, zwei Schläge rein. Ja, dann ist das ja, so. Ja, Cousin, aber dann ist das ja, so. Ja, Bruder, oh, geil, Bruder. Es ist geil, es läuft wieder was hier in Deutschland, Digga. Action am Zocken. Anna McCoy. Ja. Bam, Alter. Genau so, Bruder. Danke, Mark Wallah. Danke, Mark Wallah. Der kam vom 10. Stock, Digga. Amen. Aber sagt er eins, wenn es bei dem Kämpfchen hier schon so abgeht, ja, dann feiern Amiri. Ja, ihr habt recht, natürlich für die Leute vor Ort ist es scheiße. Habt ihr recht, muss nicht sein. Aber lieber ein bisschen so, als wenn es nie sowas stattfindet. Also sowas ist echt schade. Das ist kein gutes Bild für den Sport. Nee. Aber wo kommen denn die ganzen Leute immer in den Ring rein?
Ich mache ein bisschen vor. Abgezogen haben. Ja, damit. So, aber das wird ja jetzt. Da ist jetzt der einsame Younes Amiri wieder im Ring. Kommt der andere auch nochmal? Oder? Bam. Bam. Uff. So, hier nochmal die Zeit. Ah, hier hat er ihn gut gepackt. So, da klammert er jetzt. Und jetzt lässt er ihn nicht mehr los. Und Klapperschlange. Der Younes versucht da krampfhaft seine Faust zu befreien. Und dann lässt er ihn los. Und jetzt kommt der Tritt in den Hintern gleich. Achtung. Jetzt sieht man das nochmal von der anderen Perspektive. Der hält den richtig mit zwei so Dinger fest, Digga. Was ist da los? Oh mein Gott, Digga. Na, er kriegt das nicht die Faust weg. Tunnelblick, Bruder. Bumm. Dass ich das nur mal im Boxen erleben darf. Ey. Ey, das ist Film, Digga. Das ist maximaler Film. Ist das? Ja, es ist traurig, 100%. Ey, 100%. Es ist irgendwie lustig und traurig. Ja, klar, das fickt so schon ein bisschen, ey. Das hat natürlich die, auch die Veranstaltung so ein bisschen gefickt. Was ist das, Alter? Ne? Aber, ja. Also der, ist schon der, peinlich, der bisschen, klar, 100%. So das ist scheiße. Ist schon. Naja. Schade. Hey, ich glaube, Jamis wusste, dass er diesen Kampf verliert, möglicherweise sogar Knockout geht. Er hat hier einfach den einfachen Ausweg gesucht. Ja, ja, sein Trainer ist mein Cousin. Hä? Sein Trainer ist mein Cousin. Dein richtiger Cousin. Das ist der, den ich da kennengelernt habe. Ja. Guter Mann. Da kommt er nochmal. Eigentlich sollen wir jetzt aufhören hier mit dem Blödsinn. So, Ahmet Öner ist auch im Ring. Nee, den Gürtel muss ich nicht abgeben und den gebe ich auch nicht ab, den behalte ich. Den haben die mir erst nach 6 Monaten gegeben, jetzt behalte ich noch erstmal 6 Monate. Ich glaube, die wollen versuchen, den Kampf weiterzuführen. Entschuldigung. Janus müsste nur noch gefunden werden. Hallo. Hallo, 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 guten Abend. Hallo. Ahmet Öner ist am Start. Hey. Hey. Und alle werden lauter. Okay. Okay. Können wir mal ein bisschen ruhig sein? Oder sollen wir aufhören? Wollen wir aufhören? Okay. Hallo, könnt ihr mal bitte ruhig sein? Wie in der Schule früher. Der hätte die alle auf Englisch beruhigen müssen. Ich versuch's zu organisieren. Aber der Ahmed, bester Mann, Alter. Voll. Seid jetzt bitte mal kurz. Komm, ein bisschen vormachen. Danke. Wir holen jetzt den Jungen. Wir holen den Jungen jetzt und wir machen weiter. Okay. Ich habe jetzt was anderes. Nicht um den Kampf. Hier im Ehrengastbereich. Alle, die keine Karten haben, bitte alle raus. Dankeschön. Okay, warte, du wartest. Also, danke, danke. Hey Jungs, könnt ihr diesen Platz hier räumen? Wann kommt denn jetzt Jalous im Ring, Amana? Geh nicht reinkommen. Cello, ich danke für deine Ruhe. Danke. Ja, ey, das ja, alles falsch verstanden. Ja. Nein, was, lass schon losgehen. Okay, aber sei nett. Ja, natürlich, wollen wir nett sein. Nein, das ist alles ein bisschen ausgeartet. Das hätte nicht passieren sollen, so wie es gerade passiert ist. Okay. Um Gottes Willen, er soll herkommen. Wir bringen das einfach nur fair zu Ende, ganz normal, okay. Sportlich. Okay, okay. Ja, sehr okay. Korrekt.
Wo ist er denn? Digga, was ist da los, Allah? Ah, okay, da ist er doch. Marlon. Komm her. Komm mal hoch, bitte. Komm mal hoch. Entschuldigen Sie sich, Amiri bei Jalous, oder? Also sie mögen dich doch, ne? Also sehr fair von Amiri, Alter. Marv den, küsst ihn. Okay, krass. Oh, der hat ja gar keine Bandage mehr an. Keine Boxhandschuhe. Salam alaikum. Oh. 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 Bruder, der Salam alaikum kam an der falschen Stelle, mein Bruder. Boah, ich mag ihn sehr. Jalous, ich mag ihn sehr, auch, Bruder. Er ist ein sehr, sehr freundlicher, sympathischer, lustiger Typ. Schade, Bruder. Schade. Boah, das Salamu alaikum wurde leider nicht respektiert. Also der wurde kein Respekt auf dieses Salamu alaikum. Das finde ich traurig, Bruder. Er sagt Salamu alaikum, alle sagen Bo, Bruder. Zieh das mal rein, Bruder. Das hätte der wissen müssen, Bruder. Ey, Cousin, schon geht er in die Moschee, Bruder. Der dachte so, Islamunterricht kurz. Ja, aber ist ja nicht schlimm, Bruder. Ich weiß, wie er es meint. Ja, natürlich. Verstehst du, was ich meine? Aber Bruder. Aber die Situation ist angespannt, Bruder. Ich weiß. Aber er wollte ja. Aber guck mal, er weiß ja, dass sehr viele Muslimanos da sind. Ja, Bruder. Er dachte, wenn er diese Scheiße hier gemacht hat mit einem Salam alaikum, dachte er, ah. Meinst du ganz ehrlich, als alaikum ist Salam? Ja, der dachte so, Bruder, der weiß doch nicht. Der denkt doch nicht weiter als wir, Bruder. Der macht diese Kurzzeitgedächtnis. Bis zur Ampel denken. Der macht dieses, Khalas, ich bin angespannt. Ey, Bruder, wie will er denn auch denken jetzt gerade? Die Leute buhen ihn aus, er hat Scheiße gebaut, er ist hibbelig. Man muss den Jungen verstehen, der ist sehr jung, er muss mit der Situation. Ja, eben, das finde ich traurig, Bruder, weil ich weiß, was für ein geiler Typ das ist. Ja, Bruder. Der ist ja ein guter Junge. Der ist ein guter Junge und der war mit der Situation einfach überfordert. Und er dachte, wenn er jetzt ein Salamu alaikum sagt, ist das so wieder gelegt und alle sagen, Aleikum Assalam. Der hätte einfach den hier machen müssen. Hallo Freunde, erstmal Staffula, Staffula, Staffula. Meine Aktion war Staffula, Staffula, Staffula. So an alle. Meine Aktion war Staffula, Staffula, Staffula. Und dann hätten wir, ich glaube, das wäre besser angekommen wie ein Salamu alaikum an der Stelle. Ne, wobei Salamu alaikum der schönste Gruß der Welt ist. Euch alle ein Barakatus. Hört mal zu. Ein Barakatus auf euch. Das ist euer Hack. Ich hab Scheiße gebaut. Dieser Barakatus geht auf euch. Lass mal hören, was er sagt. Weißt du, was ich meine? Aber Bruder, geil. Er kommt wieder in den Ring. Aber und will Bruder, sich gerade machen, Bruder. Ich weiß, er kommt, guck mal, das Problem ist, Jalous kommt wieder in den Ring und macht sich gerade. Stimmt. Aber warum hat der gottverdammt seine Handschuhe ausgezogen? Er hätte weiterkämpfen dürfen. Aber ich glaube, das war gar nicht seine Entscheidung, Bruder, denke ich. Bruder, der hätte weiterkämpfen dürfen. Weil das ist ja kein Box-Box-Kampf. Das war so ein Showkampf-Influencer. Die hätten gedacht, Alas, kämpft euch weiter. Für die Publicity. Ehrlich gesagt. Geil, Bruder, geil. Guck mal, was der sagt. Ich bin der Sohn von meinem Vater. Ich hab nie im Ring gekämpft. Khalas, Walla, Khalas, warte mal. Walla! Der Lutz ruft an. Khalas, Walla, Jalous.
Werbung. Ey, hast du gerade so die Menschen gerufen, Khalas Wallah? Bitte, sei ehrlich. Wie hast du dich gefühlt, als du gesagt hast, Salamu Alaikum, und alle haben kein Alaikum Salam gesagt? Warte. Es gibt erstmal eine Sache, die ich sagen muss, weil ich habe geguckt gerade deinen Stream, verstehst du? Ja. Nachdem du mich angerufen hast. Guck mal, ich wollte weiterkämpfen, dann hat mich aber irgendjemand runtergeholt im Anzug. Der hat mich gesagt, komm, wir müssen hier weggehen, bevor er eskaliert. Er hat mir meine Handschuhe ausgezogen, siehst du? In die Kabine reingegangen. Das war gar nicht Entscheidung. Okay. Ich war in der Kabine drin. Ich so, niemals hat das jetzt so geendet. Dann bin ich wieder nach vorne gelaufen und da haben die Security gesagt, warte, ich darf da nicht rein. Ich habe dann vor der Tür draußen gewartet. Und dann bin ich wieder zur Kabine gegangen, habe nichts mehr mitbekommen. Und danach, als ich hochgegangen bin, habe ich gesagt, egal, ich möchte weiterkämpfen. Aber die haben gesagt, ich bin disqualifiziert worden. Ja, ich durfte gar nicht weiterkämpfen. Und das darf auch nicht in den falschen Hals geraten, dass ich gesagt habe, dass ich abgebrochen habe. Mein Trainerteam hat nicht abgebrochen und ich habe auch nicht abgebrochen. Aber dieser Ringrichter hat mich disqualifiziert. Für den Move. Wegen dieser Aktion. Ja, für den Move. Das ist auch sehr wichtig. Unsportliches Verhalten, Bruder. Das heißt, du wurdest deklariert. Auf unsportliches Verhalten. Ja, genau. Tamam, Bruder. Okay, ich habe gedacht, Ja, ich hätte natürlich weiterkämpfen wollen, aber ich durfte nicht, Bruder. Das ist scheiße. Genauso wie beim Handtuch werfen oder so. Verstehst du? Ja. Wir wollten kämpfen und wir hätten vielleicht noch eine geile Show hingeliefert. Aber andere Leute sagen, das geht nicht, dann geht das nicht. Und wenn ihr Salamu Alaikum, Bruder, ich dachte, ne? Guck mal, Salamu Alaikum. Der geht ins Café. Salamu Alaikum ist der schönste, so Friedensgruß der Welt, ne? Und man sollte damit alle Muslime begrüßen. Und ich habe mir gesagt, Bruder, bestimmt 90% davon in dieser Halle sind Moslems, verstehst du? Und ich dachte so, Bruder, dieses Wort beruhigt so ein bisschen diese Anspannung, die Masse. Ich geh rein, Bruder, ich sag Salamu Alaikum, die buhen mich aus, Bruder. Hast du gedacht, du kämpfst in Türkei? Da sind auch Deutsche ganz normal, Bruder. Das sind auch Nicht-Muslime, Bruder. Aber es ist auch egal. Aber ich weiß, was du meinst. Ich sag dir Salamu Alaikum, beruhigt. Und danach, Bruder, ich hab auf einmal Boon, Bruder. Und ich finde das so, und ich dachte so, geil, Alter. Ich hab immer so WWE gespielt, Bruder. Haben die auch immer so geboot, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe. Warte, ich lese gerade Kommentar, er vergleicht das mit Handtuch werfen. Bruder, deine Aktion kannst du nicht mit Handtuch werfen vergleichen, Bruder. Mach nicht diese. Qualifiziert, Bruder. Ich wollte weitermachen. Wallah, ich wollte weitermachen. Ich küsse dein Herz, ich weiß. Alles gut, mach dir keinen Kopf, Bruder. Mach dir keinen Kopf. Jalla, Bruder. Egal, Bruder, alles gut, Bruder. Wir gucken jetzt zu Ende, Bruder. Deine Augen, Bruder. Dann gehen wir nach Hause, Bruder. Pass auf dich auf, mein Bruder. Auf dich, Habibi, mein gute Besserung. Dir auch, Bruder. Ciao, ciao. Walla, der Jalous ist schon eine geile Sau, Alter. Ich habe ihn noch nie im Ring geboxt. Ich wollte aber reingehen für meinen kleinen Bruder. Weil Familie steht über allem. Ich mache das für meine Familie. Ich bin für meinen kleinen Bruder da reingegangen. Ich wollte den Kampf gar nicht. Aber ich bin reingegangen. Ich wollte zeigen, es hat keine Angst. Und danach kam die Straße in der dritten Runde. Ich habe vergessen, dass wir im Ring sind. Und ich hätte den normalerweise jetzt weitergemacht. Ich danke alle. Ich wollte mich bei dir einmal entschuldigen. Halas. Entschuldigen. Halas. Entschuldigung. Ey, tu. Entschuldigung. Ja, aber ey. Er hat sich entschuldigt. Muss man den lassen. Er hat gesagt. Entschuldigung. Entschuldigung. Ne? Jetzt gucken wir, was Amiri sagt. Tut den auf gar keinen Fall aus. Mach das nicht, der hat das nicht verdient. Der ist hier. Hey, sehr korrekt von Amiri, Alter. Ist egal. Was haben wir für Scheiße, Mann? Wenn ihr den ausbuht, sollt ihr auch mich ausbuhen. Guck mal, wo wie viele Leute der geboxt hat. Weil. Ich muss sagen. Da hat der Amiri sich ein bisschen Hassanat auf sich geholt für die Aktion. Korrekt. Also, Hut ab. Ey, hört auf, den auszuruhen. Ich will. Ich will jetzt aber immer, wenn du da bist, passiert was. Machen wir einen Rückkampf? Nee, jetzt Rückkampf. Ich trainiere jetzt einmal 3 Monate und wir machen einen Rückkampf. Nochmal richtig. Bist du dabei? Ja, normal bin ich dabei. Als ob die so einen Track rausbringen. Normales Ficken, bist du dabei oder nicht? Was war das denn jetzt? Ich trainiere 3 Monate. Bist du dabei?
bring eine Albumbox zusammen raus. Das zweite Mal, wo die sich verschätzt haben. Der dachte, ich trainiere 3 Monate, dann bocken wir nochmal, bist dabei und alle. Ich will nichts mehr dazu sagen, Bruder. Ich will nichts mehr. Ich merke, egal was ich sage, Cousin. Scheiße. Okay, die machen einen Rückkampf. Jetzt das Ding Thema erledigt. Der Ahmet Öner kommt. Verpisst euch jetzt. Ahmet Öner ist einfach eine Legende, Bruder. Der Ahmet Öner, gar keinen Bock auf die Kinder. Der kommt, verpisst euch jetzt. So ein bisschen wie Obelix, aber den Zaubertrank hat Obelix er einfach nicht getrunken vorher. Erstmal schönen Gruß an alle, die da sind. Was soll ich sagen? Schau mal, Freunde, ich sag immer klar heraus, was Sache ist, und das war gerade eine richtig peinliche Aktion. Ich rede kurz was. Ich sag kurz was, ja? Guck mal, sei ruhig, ich rede jetzt. Bruder, ich finde Ringlife, Bruder, sehr, 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 sehr seriös, Bruder. Bruder, er macht einen geilen Job, Bruder. Ringlife, wenn du das siehst, schöne Grüße von mir, Bruder. Du machst einen geilen Job, Dicker. Ich feier dich. Ja, Ringlife ist wirklich sehr seriös. Muss man ihn lassen. Ne? Muss man ihn lassen. Ich guck mal. Ich habe Ringlife's Nummer nicht auf dem Handy, was aus ist, leider. Sonst hätte ich einen Ringlife-Call gemacht. An alle die da draußen, die meinen, dass Kampfsport oder Boxsport irgendwas für kleine Kinder ist oder irgendwie so ein Kindergarten ist. Das ist ein ernsthafter Sport. Jahr für Jahr opfern sehr, sehr viele Menschen ihr Leben im Ring und lassen ihr alles. Und wenn einer wie Jalous hier reinkommt und dann so eine Aktion abliefert, das ist einfach nur peinlich. Ja? Einer wie er, wartet. Die Instagram habe ich auch gerade überlegt, weiß ich aber gerade nicht. Alle weiteren Influencer, YouTuber, TikToker, schau mal, ich stehe ja direkt zwischen dieser Szene Influencer und Kampfsportler. Sowas kann ich gar nicht vertreten. An alle weiteren TikToker, Influencer, die meinen, dass sie große Ansagen im Internet machen können, sollten das vielleicht zweimal überdenken und beim nächsten Mal ein bisschen die Schnauze halten, wenn sie nicht bereit sind, im Kampf auch wirklich mal eine Leistung zu liefern. Ja? Absolut peinliche Show und ich hoffe, dass Jalous nie wieder in den Ring steigt, weil das war lächerlich. Ja, also sowas will keiner sehen. Oder war Younes einfach zu stark? Weil du hast Younes auch immer wieder gelobt. Ne? Hast auch von den Wurzeln ein bisschen erzählt. Sein Bruder boxt schon ziemlich lange. War das vielleicht auch der falsche Gegner in dem Moment? Nee, riesen Respekt an Younes. Younes hat hier alles richtig gemacht. Er hat einen guten Kampf geliefert. Ich glaube, Jalous hat einfach erkannt, dass er hier irgendwann Knockout gehen wird und hat hier den einfachen Ausweg aus dem Kampf gesucht, hat da geklammert wie so ein kleines Klammeräpfchen und nicht losgelassen und das war's. Mehr gibt's dazu auch gar nicht zu sagen. Wie gesagt, steig nie wieder in den Ring, weil das ist einfach peinlich und das Rematch will auch keiner sehen, weil du hast dich hier schon lächerlich gemacht. Oh, harte Worte. Sehr harte Worte. Also das sind sehr harte Worte. Natürlich kommen die harte Worte sehr neutral von jemandem, der nur neutral berichtet. Man sieht auf jeden Fall, dass er Jalous auch gar nicht persönlich kennt oder so. Die Worte sind sehr hart. Wenn man das aus der Perspektive sieht, wie er, ist das natürlich Real Talk, klar. Aber man muss das natürlich auch immer wieder ein bisschen immer auch anders sehen. Ne? Er ist ja auch professioneller Kampfsportler. Ja, also was heißt professioneller Kampfsportler? Er hat Amateurkämpfe hinter sich. Okay. Der Edmund ist Boxer auf jeden Fall. Okay. Er ist ein krasser Boxer, er ist ein netter Kerl, er ist sympathisch und sagt immer frei raus, was er denkt. Also er sagt halt immer so, er verstellt sich nicht und er hat schon recht mit dem, was er sagt. Aber, ja, eben. Aber wir wollen ja auch jetzt den Jalouse nicht komplett fertig machen, weil er ist auch ein Mensch, er wurde genug ausgebuht, auch wenn er es hier und da vielleicht verdient hat. Ich glaube, die Strafe von Jalouse hat er direkt vor Ort gekriegt. Jalouse, finde ich, hat die Strafe vor Ort bekommen. Man müsste ihm noch eine Chance geben, dass er wirklich sich an sich arbeitet und trainiert und dann wiederkommt und uns alle überrascht. Und wenn er das schafft, ist super. Wenn er das nicht schafft, können wir sagen, ey, hau ab. Ne, aber man muss ihm die Chance geben, sich nochmal zu beweisen. Er hat es wahrscheinlich auf die leichte Schulter genommen und hat dann abgekackt. Ne, Leute wie Ringlife und so, natürlich sind da viel routinierter und erfahrener, sind auch erwachsener. Es ist klar, natürlich. Aber wie gesagt, Ringlife ist Bro. Er hat auch recht mit dem, was er sagt, aber natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass es hier bei Jalous immer noch um einen jungen Kerl sich handelt, der halt sein ganzes Leben nicht aus Altendorf rausgekommen ist und jetzt auf dem ja, das meine ich nicht böse, Bruder, er war ja, sein ganzes Leben in Altendorf, gefangen in der Straße und jetzt auf einmal auf einer großen Bühne, weißt du?